Komm zurück zum Lamrim. Wir sind in der Mitte der dritten der fünf Meditationen. Und die erste war? Das zweite war Probleme, nur dich um dich selbst zu kümmern. Und ihr könnt es gern versuchen, aber es wird nicht funktionieren. And you can either figure it out younger or you can figure it out later. But you might as well könnt ihr entweder versuchen, jetzt rauszukriegen oder später. Es funktioniert einfach nicht, wenn du dich nur darum kümmerst, was du möchtest. Das dritte? Die schönen Dinge, die passieren werden, wenn du dich wirklich und hätte ich um andere und dich selbst kümmert. Mein Lehrer hat immer gesagt, du sollst dich um alle Lebewesen kümmern und du bist ein Lebewesen. Also es ist keine Entscheidung zwischen dir und den anderen. So funktioniert das nicht. Wenn also jeder das gleiche Recht hat, dann hast du auch dieses Recht auf Glück. Also der leidende, sich selbst aufopfernde Buddhist ist kein Buddhist. Wenn du dich selbst verletzt, um anderen zu helfen, ist das auch eine schlechte Idee, denn du gibst sowieso danach kurzem auf. Also kümmere dich um alle, dich selbst eingeschlossen. Ich habe viele Freunde, die gute Buddhisten sind und die kümmern sich nicht um sich selbst und arbeiten zu viel und dann hören sie auf. Oder sie werden krank und müssen aufhören. Also du musst dich um dich selbst kümmern. Du musst gesund bleiben, denn sonst kannst du dich nicht um andere kümmern. Wir gehen zurück zum Text. Ich gehe gerne durch das Tibetische und du kannst es ignorieren, aber vielleicht könnt ihr euch ein paar Worte merken. Diese eine Zeile, die habe ich in Kyoto unterrichtet. Und Sri Sena ist ein König und wir haben sogar ein Bild von ihm. This is my brother. He's 72. Das ist mein Bruder, der ist 72. Und er hat ein Projekt in Montana. Und sie machen Feuerholz für ärmere Menschen. Und sie machen das für die Leute, die nur Holzbefeuerung haben. Und das ist ein Bild, was darstellt, was in Sena passiert ist, denn wir haben seine Gliedmaßen abgetrennt und er hat angeboten, die Hälfte seines Körpers zu opfern. Und er hat darum gebeten, dass er seine Gliedmaßen, seine Beine denen geben könnte, die davon profitieren würden. Aber was dahinter stand, war sein Verlangen, anderen zu helfen. Und aufgrund dessen wurde sein Körper vollständig wiederhergestellt. Und wir haben das Lamrim
angehalten. Tim ist fast verrückt geworden, weil wir nur diese eine Zeile durchgenommen haben und wir dann wahrscheinlich 1000 Jahre brauchen, um es zu Ende zu bringen. Aber diese Geschichte war einfach schön und wir haben sie übersetzt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das auch nachlesen. Es passte einfach damals nach Kyoto. Übrigens haben wir Kyoto ausgewählt, weil es im Gegensatz zu Tokio als während der Tang-Dynastie, also der Tang-Dynastie in China, es war die Zeit, in der sich Buddhismus rasend ausgebreitet hat. Und Kyoto ist immer noch die und ist heute nur noch die letzte Tang-Dynastie Stadt auf der ganzen Welt. Und es gibt auch viele Chinesen, die sich das anschauen. Es gibt bestimmt 7000 Tempel. Und es ist eine klassische buddhistische Stadt. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, euch da Teachings anzuhören, also es ist recht einfach, ein Visum zu bekommen, dann empfehle ich das wirklich, weil es ein sehr, sehr schöner Platz ist. Wir waren gerade da während der Sakura, der Kirschblütenzeit. Und alle die Frauen, viele Frauen laufen in Kimonos rum, in klassischen. Und es sieht einfach so anmutig aus. Und in einer Stadt zu sein, wo die Ehrerweisung der Kirschblüte gegenüber genauso wichtig ist wie in Amerika der Super Bowl, das ist einfach toll. Und die Leute sind genauso euphorisch deshalb wie in Amerika eben die Amerikaner während des Super Bowls. Und es wird da größere und auch kleinere Programme geben, ACI und so weiter. Ja, wir haben also diese eine Zeile durchgenommen. Und es gibt dann hier im Text Beispiele von anderen, die ähnliche Opfer gebracht haben. Einfach um Werbung dafür zu machen, wie viel Spaß es macht, sich um andere, um die Bedürfnisse anderer zu kümmern. Und danach können wir mit dem Austausch unserer selbst mit anderen beginnen. This is about a bodhisattva who had a tsuktor. Geht hier um einen Bodhisattva, der so einen eine Beule auf dem Kopf hatte und der das abgeschnitten hat als Opfergabe, als Darbringung. Und das nächste, this is a very, very famous story. People ask me how ACI started, so here's the story. Das ist eine sehr berühmte Geschichte. Die Leute fragen mich immer, wie ACI angefangen hat. Und das war 1991 oder so. Und ich war damals in New York. Und einige Leute aus der Kagyu-Tradition, also nicht in Jitsun Kappas Tradition, es waren ungefähr 20 Leute und die hatten mich gefragt, ob ich Tibetisch unterrichten könnte, denn die wollten ein 3-Jahres-Retreat machen und die sollten
auch die Gebete auf Tibetisch machen. Deshalb hatten sie mich gefragt, ob ich ihnen das Tibetisch beibringen könnte. Und ich dachte, also vielleicht bringe ich den Sutren beibringen, also einen Sutra-Kurs. Denn das haben alle Traditionen gemeinsam. Da gibt es eine Geschichte über eine Tigerin. Und Lujen, das heißt, den Körper opfern. Mahasattva ist das in Sanskrit. Und da war dieses Wesen, der hieß auch Mahasattva. Der Name war großmütig. Und der hat eines Tages im Wald eine Tigerin im Wald angetroffen, die sehr krank war und die hatte vier Babys, aber sie konnte ihnen keine Milch geben. Und wie das im Lamrim erwähnt wird, ist interessant, denn er sagt hier Pula Sarnyeva, und das heißt, weil sie so verzweifelt war, hätte sie ihre eigenen Jungen gefressen, also um die anderen zu retten, würde sie eines ihrer eigenen Jungen fressen, damit sie dann etwas mehr Kraft hätte, um die anderen zu ernähren. Und dieser Prinz Mahasattva blieb stehen und hat sich entschieden, ihr seinen Körper zu geben. Und er hat sich also vor die Tigerin gelegt und gesagt, du kannst mich pressen. Und er hat dann, sie war aber zu schwach und er hat dann mit einem Stock seine Brust aufgeritzt, damit die Tigerin das Blut lecken konnte. Und als er starb, sagte er zu ihr, wenn du jetzt mein Fleisch frisst, wenn ich dann ein Buddha werde, dann musst du mein erster Schüler werden. Und dann starb er. Und sie kam wieder zu Kraft und konnte ihre Jungen füttern. Und das waren dann später die ersten Schüler des Buddha Gautama. Und Kaubinya, das ist der Älteste, der Schüler, und er unterrichtete die vier Wahrheiten, und sie sahen aufgrund dieser Verbindung die Wahrheit. Und das war die erste Unterweisung, die Lord Buddha gegeben hat. Er hat das nicht sofort nach seiner Erleuchtung gemacht, denn er hat zuerst gedacht, das versteht sowieso niemand. Und wenn ihr mehr und mehr uns selber unterrichtet, dann habt ihr vielleicht auch diese Erfahrung, dass es sowieso keiner versteht. Aber nachdem Lord Buddha die Erleuchtung erlangte, hat er einige Wochen lang, ich glaube 7 Wochen, nicht unterrichtet. Und dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, ach, was soll's, vielleicht versteht es ja irgendjemand, und hat dann doch Unterweisungen gegeben.
Aber das war jedenfalls die Geschichte von der Tigerin. Und wir sind auch durch die Sutra des goldenen Lichts gegangen. Und in dem Zusammenhang habe ich das unterrichtet. Und ich habe dann damals gesagt, ich bin wirklich erpicht darauf, Lehrheit zu unterrichten. Aber ich habe einen anderen Background, eine andere Tradition von Sitzung Kappa. Also ich würde gerne solche tiefgehenden Klassen unterrichten. Aber ihr müsst euren Lehrer fragen, ob das in Ordnung ist. Aber ich möchte gerne Lehrheit unterrichten. Ich kann nicht den Rest meines Lebens irgendwelche Tigergeschichten unterrichten. Und ungefähr die Hälfte hat dann aufgehört, weil der Lama gesagt hat, nein, das geht nicht. Und ich hatte dann nur noch 6 oder 7 Schüler. Und so hat ACI angefangen. Wir haben damals in der Küche von jemandem angefangen. Also, wenn es euch interessiert, es ist eine tolle Geschichte. Die jetzt hier erzähle, dann bringt mich Tim um. So Dao is Chandra Prabha. This is a famous person who gave away their head. Und die nächste Zeile ist über eine berühmte Person, ein Mann, der seinen Kopf geopfert hat. Former lives of the Buddha. Okay. So Gyepa Sung means our Lama. Gyepa Sung bedeutet, dass unser Lama in dieser Unterweisung, die über 24 Tage ging, ich habe keine Ahnung, wer das gemacht hat, wahrscheinlich gab es damals noch keine Kaffeepausen, aber Dumba Tukje Jen means our teacher, meaning Lord Buddha, who has great Mahakaruna. Great compassion. Unser Lehrer, also Lord Buddha, der großes Mitgefühl hat. Es steht, so ist er zum Buddha geworden. Und das sind alles frühere Leben von Lord Buddha. Nyatse heißt wir, sagt Rang, Bashi, Mato, Samgyu, Mepa. Rang bedeutet wir selbst, Bashik bedeutet nur wir selbst, Matok heißt nichts anderes, Sam heißt wir sind darauf fokussiert, was wir wollen. Das heißt, also Leute, die nur darauf fokussiert sind, das zu bekommen, was sie wollen, für die wäre es schwierig. Wenn es deine Gewohnheit ist, dass du dich erstmal um dich kümmerst, dann wäre so etwas wie deinen Körper zu opfern schwer. Aber was ist Munlam? Du kannst immer ein Level dazufügen. Wenn du Retreat machst, dann ich würde es übrigens auch kein Opfer nennen, sondern ich würde es nennen, den Körper zu teilen. Also König Srisena hat seinen Körper einem anderen gegeben, aber das ist nicht der Punkt, weshalb sie ihn in der Mitte durchgeschnitten haben. Er hat nicht seine Beine dem anderen angeboten, sondern er hat gesehen, dass andere Menschen eigentlich das Recht darauf hätten.
Und das bezieht sich auch auf dein Geld und deine Zeit und auf deinen Körper. Und das heißt, die anderen haben auch ein Recht auf dein Geld, auf deine Zeit. Und es ist halt bedeutsam, dass er genau die Hälfte seines Körpers geopfert hat, da er verstanden hat, dass es ein gleiches Recht gibt. Ich habe meinen Retreat in dem nächsten Tal gemacht und es lebt dort keiner. Und die Tiere da sind sehr seltsam. Und ich hatte eine so große neongrüne Motte zum Beispiel. Es gab eine Silbermine und es gab da viele Schießereien und da ging es die ganze Zeit darum, das ist meine Silbermine, das ist meine Silbermine. So wie wahrscheinlich war Wyatt Earp irgendwie in der Nähe meiner Retreat-Hütte. Und diese Linie, diese Begrenzung, wo ende ich, wo höre ich auf, das ist wichtig. Und wenn ihr diese Woche meditiert, dann geht es nicht darum, dass du voll Freude deinen Körper teilst. Und das ist auch noch freudig. Und es gibt etwas, das heißt Versuche von Bodhisattvas, die das versuchen. Und mein Lehrer hat immer von Milarepa erzählt, der wir hatten einen jungen Mann in der Klasse. And he moved across the street. There was a small forest there. You know, like a few hundred. Er hat seine Sachen gepackt. New Jersey, I mean. Und ist in den Wald gegangen. You know, in between the super highways. And he went to live in this little patch of forest, you know, because he heard Milarepa's story. And my teacher said, let him go. He'll be back in about 3 days. And 2 days. Dieser Student ist, also der Schüler ist in den Wald gegangen und mein Lehrer hat gesagt, irgendwie, er wird wahrscheinlich in der Woche wieder da sein. Und er war in 2 Tagen wieder da und hat gesagt, boah, es ist hart, es ist kalt. Also versucht nicht diese Aktion, okay, der Buddha hat Körper geteilt, ich opfere ein paar Finger, so funktioniert das nicht. Also geht es langsam an. Also ihr solltet nichts großartig Tolles machen, nur damit die Leute auf euch aufmerksam werden, sondern ganz im Stillen. Und diejenigen, die am besten sind, bei denen kriegt man das noch nicht mal mit. Meine Frau ist da ein sehr gutes Beispiel. Und er sagt hier, betet einfach, dass ihr einen Punkt erreicht, wo ihr das erkennt, dass andere das gleiche Recht auf deine Zeit und deine Aufmerksamkeit haben. Mach das nicht alles an einem Tag, sondern ganz langsam.
Und du musst auch hier die Leerheit oder das Verständnis der Leerheit benutzen, um allen zu helfen. Wenn du das verstehst, dann kannst du, oder wenn du das erreichst, dann kannst du jedem Lebewesen gleichzeitig helfen. Und versuch es nicht, das vorher hinzukriegen. Das macht dich nur verrückt. Es wird einen Tag geben, an dem du das schaffen kannst. Aber da arbeiten wir darauf hin und du musst die Leerheit direkt sehen, damit es dazu kommt. Leute sagen, ich will nicht Leerheit lernen, ich will nur Mitgefühl. Nur Mitgefühl. Und jetzt ist gerade ein Rehbock draußen. They got this thing on the top of their head. I don't know what that is. How that leads to survival, I'm not quite sure. Keine Ahnung, wie dieses Geweih dazu beiträgt. Gehören dazu beiträgt zum Überleben. Hier ist jedenfalls nochmal das Bild der Tigerin mit ihren Babys und denk einfach mal drüber nach. Wenn du meditierst, wenn du die Leerheit gut verstehst, dann wird irgendwann der Punkt kommen, an dem du keine Begrenzung mehr hast, dich um alle zu kümmern. Anstatt dass du dich verrückt machst, wie du dich um zehn Leute kümmerst, dann nimm lieber diese nachhaltige Art und Weise mit diesem Verständnis. Mit einem begrenzten Körper kannst du das nicht. Und darum bete für mehr. Denk vielleicht über Sri Sena nach. Ich habe die übersetzt. Go to Diamond Cutter Press. DiamondCutterPress.com. Das gibt es auch in der Diamond Cutter. And read it and just say, yeah, that sounds good. I would like to be able to do that. Okay, that's enough right now. Es reicht einfach vollständig, das zu lesen und zu sagen, ja, es wäre cool, wenn ich das könnte. Und seid einfach empfindsam gegenüber der Idee, dass andere das gleiche Recht haben auf Glück. Und auch das gleiche Recht auch auf deine Zeit vielleicht haben. Und denk da eine Zeit lang drüber nach. Denn dann tust du das, was du tun solltest. Warum bist du auf diese Welt gekommen? Wir haben in Kyoto diese Meditation gemacht. Und die hieß Pilzmeditation. Und es geht darum, dass die Pilze im Dunkeln wachsen. Also denk daran, woher du gekommen bist, bevor du auf diese Welt gekommen bist und wo du hingehst, nachdem du auf dieser Welt bist. Und die Zeitspanne, wo du im Dunkeln bist, also in der Vergangenheit, und die riesige Dunkelheit, die in Zukunft vor dir liegt, dazwischen gibt es nur diese kurze Zeit, wo du im Licht bist und in der du was tun kannst mit deinem Leben. Und irgendwann wird deine Zeit auslaufen, egal wie viel Yoga du machst oder wie viel Smoothies du trinkst. Die Zeit wird irgendwann um sein. Also mach etwas, was sich lohnt.
Also die Versuchung, nur deinen Bedürfnissen nachzukommen, das wird eh nicht funktionieren. Also du kannst deshalb besser jetzt dienen, denn später wirst du keine Zeit mehr haben dafür. Denn zwischen den beiden Dunkelheiten. Also du bist nicht lange hier. Deshalb, warum nicht? Warum solltest du nicht versuchen, alle glücklich zu machen? Aber hier ist noch ein weiteres Argument. Rupa heißt, es macht Sinn, sich um andere zu kümmern. Und diese tolle Gedanke, darüber nachzudenken, was andere gerne möchten, anstatt darüber, was du gerne möchtest. Dann sagt er, es ist logisch, dass du dich um andere kümmern solltest, nicht nur um dich. Und warum? Genau, heißt zum Beispiel, Shingsa means the field where you grow crops. Okay. Me and my wife drove to San Diego. We passed through all these fields. Ja, heißt ein Getreidefeld. Be close to Phoenix. Now you got to drive an hour to see a field. Früher waren die in der Nähe von Phoenix und heute muss man eine Stunde fahren, um ein solches Getreidefeld zu sehen. Aber er sagt hier, die Menschen sind wie Getreidefelder. Gerade hier wird auch Land gerodet. Ist auch was angebaut. You need this kind of a sweet, open, rather fertile soil. Du brauchst also einen relativ fruchtbaren Boden, um Dinge anzubauen. Wir brauchen jedes Jahr im Frühling viel Zeit, um unseren Garten vorzubereiten. Also man kann in 10, 15 Schritten ist man durch den Garten. Aber es dauert Wochen, in den Garten jeden Frühling vorzubereiten für den Sommer. Also denk an diesen gut vorbereiteten Boden. Dann sagt er Chintamani, das heißt, das ist der wunscherfüllende Juwel. Und das bezieht sich auf die 8 Verse. Da gibt es eine wunderbare Beschreibung des wunscherfüllenden Juwels. Es gibt ein Ritual, man wäscht es und wickelt es in ein Seidentuch und bei Vollmond hängt man es an einen bestimmten an einen Haken, so dass es im Mondlicht hängt und dann erfüllt es all seine Wünsche, so wie Aladdins Wunderlampe. Und wer ist jetzt dieses Feld? Es sind die anderen Leute. Das ist also dein Ticket zum Glück. Die sind wie ein Feld oder wie ein wunscherfüllendes Juwel. Und es gibt einen tollen Witz über Aladdins Wunderlampe. Das ist jetzt nur für
Okay. Die Jungs hier, und das dürft ihr nicht weiter erzählen. There's this idea that whatever you want in your life, you can have. Es gibt diese Vorstellung, dass alles, was du im Leben haben willst, das wirst du bekommen, aber du musst dazu dieser Wunderlampe reiben. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich nicht so toll darin bin, aber ich versuche es ein bisschen. Und das hat mein Leben wirklich wundervoll gemacht. Alles, finanziell, Freunde, meine Arbeit, das ist alles ganz außerordentlich. Also, wenn du nur ein bisschen von dieser Vorstellung des gleichen Rechts umsetzen kannst, dann werden die Resultate von dieser Art zu denken wirklich außergewöhnlich sein. Und du wirst ein Leben voller Spaß und Glück haben. Irgendwie, Glück hört sich immer so langweilig an, aber Spaß, da bin ich dabei. Und es macht Spaß, das gleiche Recht zu haben. Und dein ganzes Leben wird dann einfach sexy sein. Und er sagt auch in einem nicht spirituellen Sinne, bekommst du die Dinge durch andere. Also andere Leute dienen dir den ganzen Tag über. Und die Tatsache, dass du einfach hier sitzen kannst, kommt von anderen. Also zahlst du praktisch nur zurück für das, was du schon bekommen hast. Die Kleidung, die du trägst. Der grüne Smoothie. Und nicht der leckere Saft. Kam von anderen. Dependent origination. So Denjung, das heißt abhängiges Entstehen, sagt Sogang. Es kommt in seinem Buch vor. Das heißt, er sagt hier, es gibt ein abhängiges Entstehen. Andere Leute geben dir jetzt schon alles. Also vergiss Mitgefühl oder den Versuch, nicht selbstsüchtig zu sein. Du schuldest den anderen was. Warum? Weil du Frühstück hattest und weil du Unterwäsche anhast. Hoffe ich jedenfalls. Also irgendjemand musste die Baumwolle anbauen dafür. Hat sich also jemand hat richtig viel gearbeitet, damit du die Sachen hast, die du jetzt gerade am Leibe trägst. Also vergiss gleiches Recht für alle. Du schuldest den anderen was. Einfach dadurch, dass du was gefrühstückt hast. Was anhast. Und du schuldest auch zum Beispiel deiner Mutter. Und vielleicht muss ich erst 70 werden, um das zu realisieren, denn die Entscheidung für ein Kind ist unglaublich. Denn
Wir reden hier über 20 Jahre Investitionen. I gave up trying to get work out of these people. It's just the kid, you know. And it's like, no, seriously. And I'm a somebody in your life. Das heißt, irgendjemand in deinem Leben hat seine ganze Zeit und sein Geld geopfert und die Blüte ihres Lebens und bei den Frauen praktisch ihren Körper. Denn bei den Frauen wird der Körper dann zu einer Milchproduktionsstätte und die Frauen machen das gerne. Du machst das gerne als Mutter. Du gibst 20 Jahre deines Lebens auf in deinen Körper. Also, es ist nicht nur so, dass Leute das nicht das im vergangenen Leben gemacht hat, sondern in den vergangenen Leben haben deine Mütter das schon so gemacht. Oh, someone we know got pregnant again with their fourth or fifth child. Jemand, den wir kennen, erwartet ihr viertes oder fünftes Kind. Meine Frau hat gesagt, dass sie will einfach glücklich sein. Ich habe gesagt, was? Und sie sagte, ein Baby zu haben, ist das, was dich am glücklichsten macht. Ja, das ist das Beste, was du machen kannst. So here, how much every person you meet has been your mom, okay? And also jede Person, die du kennst, war schon mal deine Mutter. Ama means mother. Ama bedeutet Mutter. Ich wollte in eine tibetische Klasse reinkommen. Und ich wollte aufgenommen werden in diese tibetische Klasse. Und dann gab es da drei Lamas, die entscheiden sollten, ob ich jetzt aufgenommen werde oder nicht, ob ich gut genug dafür wäre. Das war im Himalaya. Und ich habe gesagt, oh, ich werde dann nie angenommen. Ich kann nur fünf Worte Tibetisch. Und mein Lehrer hat dann gesagt, komm einfach. Es ist eine mündliche Prüfung. Und ich habe mich dann hingesetzt vor diese sehr hochrangigen Lamas, die in der Vajrayogini-Linie sind. Und ich habe mich da hingesetzt und diese drei Lamas, ich habe gedacht, oh Gott, das wird schrecklich. Und der Lama hat gesagt, okay, ich nehme den jetzt dran. Und ich frage dich jetzt nach tibetischen Wörtern. Und ich habe gedacht, das ist völlig hoffnungslos. Und mein Lehrer sagte dann, wie heißt denn das Wort? Was ist das? Das Wort Ama. Und ich habe gesagt, Mama, ja, hat mein Lehrer gesagt. Und dann hat er gesagt, Apa. Und er sagte, Papa, ja, bestimmt. Also ist dieses Wort sehr, sehr wichtig für mich. Ama heißt Mama. Aber hier gibt es zweimal Mama. Warum? Ma, das erste heißt nicht deine Mutter. Und er sagt hier, ja, du hast die Verpflichtung, andere
zu lieben. Denn sie waren zahllose Male deine Mutter. Du schuldest es ihnen. Aber auch wenn sie nicht deine Mutter waren, schuldest du ihnen was. Tsoa is a beautiful word. The Sanskrit is rakshita. Das Sanskrit ist rakshita und das bedeutet take care of someone's needs like a child. Achte auf die Bedürfnisse eines anderen an. Sieh sie an, kleide sie, fütter sie, und mache ihre Windeln sauber, bezahle für sie. Der Grund, warum wir Kinder haben, könnte sein, dass wir, er sagt, schau, jeder war unzählige Male deine Mutter, aber heute, hier sind 8 Milliarden Menschen, nur eine ist deine Mutter, aber auch der Rest nimmt auch die ganze Zeit Rücksicht auf, nimmt, kümmert sich auf dich, denn du hast gerade Kleidung auf und du hast heute Morgen gegessen. Und sie nehmen immer noch Rücksicht auf dich, kümmern sich um dich. Wir sollten darüber nachdenken. Du besitzt alles, was du gerade anhast. Und alles in deiner Tasche und in deinem Magen zu deiner Mutter und anderen Menschen. Normale Menschen, vergisse das vergangene Lebensmuttersache. Dann sagt er, Benna bedeutet jemand. Es ist großartig. Es Yalu, du kannst es kaufen bei Amazon. Ich kenne keine von den Firmen. Ich vertraue ihnen. Samakuma bedeutet eine kleine Tasche. Tibetische Mönche tragen eine kleine Tasche. Mit kleinen gerösteten Blumensamen. Es benötigt 2 Gabel, um Frühstück zu haben. Wenn du im Geshe-Kurs bist, das ist, dort ist so viel Druck, da ist so viel, du hast so viel Zeitdruck und du musst dein Frühstück in deiner Tasche haben. Du hast ungefähr 3 Minuten Zeit und dann mischst du diese Samen mit Wasser und isst es ganz, ganz schnell. Aber es schmeckt sehr, sehr gut. Also sagt er, mit einer kleinen Tasche von diesen Samen, nebenbei, wenn du ein sehr beschäftigtes Leben hast, ist es sehr gesund. Wir, meine Frau und ich, wir benutzen es jeden Tag. Schau, was immer du diesen Morgen zum Frühstück hattest, Nummer 1, Number Mean, bedeutet, jemand pflanzt die Pflanze. Und wenn ihr in diesem Bereich von Arizona herumfahrt, da seht ihr, wie hart es ist, ein Farmer zu sein. Ich habe in meinen College-Zeiten bei den Farmern geholfen, bei den Bauern geholfen, und es ist brutal harte Arbeit. Jemand macht dein Essen. Jemand macht es für dich. Auch die Kaffeemaschinen. Und es ist wirklich brutale Arbeit. Und schwierige Arbeit. Gashiki Chutang. Jemand ging raus und hat all diese Samen gepflanzt, gegossen. Chuchankoro ist ein interessantes Wort in Indien. In der Welt.
in den Dorfstraßen, da siehst du Menschen vor dein Auto herausspringen und Sachen auf die Straße werfen und du fährst darüber. Und das ist die Teile der Pflanze und sie versuchen, die brechen dadurch auf und sie versuchen, die Samen herauszunehmen. Und das ist eine sehr gefeierliche Arbeit. Chuchak in den alten Zeiten ist eine Kuh über den grünen Rasen zu führen und diese Sträucher zu zerbrechen mit den Hufen. Also jemand tut das. Jemand hat die Pflanzen für dich präpariert, damit du sie essen kannst. Eine Frage für $25. Sepangme. Bist du? Okay, Ametta bedeutet unmessbar, bedeutet das? Unerzählbare Erleben. Warum kommt das an dieser Stelle? Die Arbeit, die Menschen in dein Essen getan hat und in deine Kleidung investiert haben, das ist unglaublich, die Zeit. Jemand ist dort in Bangladesch und kümmert sich um deine Kleidung. Jemand muss dies tun und das ist wirklich brutale Arbeit. Und Menschen leben und sterben in diesen Fabriken. Und sie werden angeheuert für $1. Die Kleidung an deinem Körper ist das Ergebnis von großen Leiden. Wenn du gerade Kleidung trägst, wie jeder, den ich hier gerade sehe, und auch wo die Online-Teilnehmer, Seiji und ich, wir wollen einen Anzug designen, basierend auf Maitreys Geschmack. Und es hat einen Schlips und eine Anzugjacke. Und wir arbeiten dran. Und jemand hat all deine Kleidung hergestellt und das ist sehr brutal. Du bist, diese Menschen haben schon einen Anteil an deinem Körper, weil du hast Kleidung und du isst. Und sie verdienen deshalb einen Teil deines Körpers, denn sie haben ihn gemacht und sie halten ihn warm. Also, sie haben bereits eine Investition in deinen Körper gemacht. Also nehme ich ein. Lass uns einen weiteren Paragraph machen. Wenn zwei Menschen versuchen, egal. Der Ort, wo du sitzt, jetzt gerade, egal ob in einem Haus oder in einer Wohnung oder in einem Tempel, Kachin ist die lange Form, die Freundlichkeit von anderen Menschen. Das bedeutet die Freundlichkeit der anderen Menschen. Nebenbei, das Buch Katrin, welches der Vorband ist zu wie Yoga wirkt, ist in der Ukraine veröffentlicht worden, jetzt gerade, das Buch Katrin. Jetzt ist es veröffentlicht in Russland und in der Ukraine. Ukrainische
ein ukrainischer Verlag hat es veröffentlicht. Und es ist in der Ukraine zu kaufen für 1,99 $. Wenn du Ukraine sprichst, kannst du dir eins kaufen. Jemand, wo du der Ort, wo du gerade sitzt, viele Tiere und viele Menschen. Jemand hat geholfen und die Grundlage gebraucht, damit dieses Haus gebaut werden kann. Schiefer. Jemand hat das Haus, Holz zerkleinert von den Bäumen. Schiefer-Baum. Jemand ist hin und her gelaufen, um das Wasser zu transportieren, um das Haus zu bauen. Nicht nur die Kleidung, die du trägst. Nicht nur das Frühstück, was du heute Morgen gegessen hast. Wenn du gerade in einem Ort sitzt, wo du mit einer Straße, auf einer Straße hinfahren konntest, sind sie schon ein Teil von dir. Selbst das Haus, in dem du gerade wohnst, dieser Tempel wurde mit den Händen der ersten Generation gebaut. Und ich erinnere mich, Aleka, sie war 57 zu der Zeit. Sie hat Steine auch getragen und viele haben dies gemacht. Ihr seid in der Verbindung mit der ersten Generation, wenn ihr in diesen Kabinen seid, die drei Jahresliteratüter, jeder von ihnen hat für diese Häuser gezahlt und sie mit ihren eigenen Händen gebaut. Und wann immer ihr sie trefft, ihr solltet ihnen danken. Jigme hat auch ein Haus. Und sie haben sie gespendet. Sie haben ihr Geld gegeben, um diese Häuser zu bauen. Und dann haben sie sie gespendet. Du bist schon in Kontakt mit anderen Menschen, wenn du in dem Haus bist, weil sie dieses Haus für dich gebaut haben. Ich habe auch für meinen Vater ein Haus gebaut und das ist wirklich harte Arbeit. Und jemand anderes hat geholfen, mein Café zu bauen. Und es ist hart und du kannst dich dabei verletzen. Dann sagt er, Tata kyun chok tgyur. Sen, what's a sen? Sen, was ist das? Für ein, das ist ein buddhistischer Mönch. Das ist sein Umhang. Oder sein Schlafsack. Also, es ist ein warmer, langes Teil, was er tragen kann und wo er unter einem Baum schlafen kann in der alten asiatischen Tradition. Und es macht Schmerzen, es diesen Umhang herumzutragen. So, jeder Mönch und jede Nonne hat diesen Umhang. Und es ist sehr warm bei warmem Wetter. Auf Tibetisch, es ist ein günstiger, sie aus Wolle zu machen, nicht aus Baumwolle. Weil es gab nicht viel Baumwolle, aber viele Schafe. Lokbamba bedeutet viele Schafe. Plokdubo bedeutet, jemand hat das Fell der Schafe genommen, jemand musste es in einen Wollfaden spinnen. Kyn bedeutet etwas anhaben.
etwas ist fertig, damit du es anhaben kannst. Jija Jinnin. Es bedeutet in der Summe, es ist fertig, es anzuziehen. Er erzählt, berichtet gerade also von dem T-Shirt, was du anhast. Das einfachste Kleidungsteil, was du anhast, wie viele Menschen daran beteiligt waren, dass du es anhaben kannst. Und es ist immer in Verbindung mit viel Arbeit, es zu kreieren, es herzustellen, es in den Laden zu bringen, es für dich zu waschen. Es ist mit viel Arbeit verbunden. Also wir werden an dieser Stelle auch eine kleine Meditation machen. Und ich möchte euch einladen, sie heute auch nochmals zu praktizieren. Wir haben bereits die gleiche Rechte Meditation gemacht. Eine Rückblick-Meditation war, zu schauen, was wollten sie, was wolltest du, kann man das verbinden in einer besseren Art und Weise? Kann man das ohne Streit machen? Könnten wir es machen, dass jeder das gleiche Recht hat? Und dann kommt natürlich die Frage, hat das Gegenüber ein ebenso gleiches Recht auf deine Zeit? Hast du ein Recht auf ihre Zeit? Ja oder nein? Du könntest deine Zeit verbringen, wo immer du möchtest. Ich kann meine Zeit verbringen, wie immer ich möchte. Ist das okay? Das ist eine Frage. Aber jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Jetzt haben sie ein Recht auf deine Zeit, weil du heute Morgen gegessen hast, weil du dich heute Morgen angezogen hast und weil du hier in deinem Haus sitzt. Also das ist eine Meditation, wo du arbeiten darfst. Also die Verbindung zwischen den anderen Menschen, ob sie vielleicht ein Recht an deine Zeit haben. Buddha hat so gedacht. Und jetzt machen wir eine andere Meditation. Die machen wir auch im DCI. Und wir nennen sie Croissant-Meditation. Es geht darum, dass du eine einfache Sache aus deinem Raum nimmst. Zum Beispiel ein Stück Toast oder einen grünen Drink, ein grünes Smoothie oder zum Beispiel Obst. Obst ist wirklich viel Arbeit, es herzustellen. Nimm etwas diesen Nachmittag, das du gegessen hast. Oder etwas. Lass uns etwas nehmen, was du gegessen hast. Und dann geh zurück. Wer hat es zu deiner Kabine gebracht? Wer hat es im Geschäft gekauft? Wer hat es zum Geschäft gebracht? Wer hat es zum Geschäft letztendlich geliefert? Wer hat die Straße gebaut, wo der Truck draufgefahren ist, der es zu dem Geschäft gebracht hat? Wer hat den Baum gepflanzt? Wer hat den Baum gewässert, wo das Obst dran gewachsen ist? Es ist wirklich harte Arbeit. Ein kleines Stück von Essen, das könnte deine Meditation heute sein, dein Meditationsobjekt. Und gehe zurück. Und dann gehen wir tiefer. Und es gibt eine weitere Meditation und sie ist wunderschön. Und du machst diese rückwärtsgerichtete Meditation als erstes. Zuerst machen wir eine rückwärtsgerichtete Meditation mit einem physischen Objekt, wie ein Stück Essen, was du heute gegessen hast. Und wenn du heute Nachmittag deine Meditation machst, dann machst du eine rückblickende Meditation mit einem Stück von Essen oder einem Stück Kleidung. Vieles davon ist reine Vorstellungskraft. Jemand irgendwo hat es zu diesem Laden gebracht, hat es dann zu den Kabinen gebracht. Jemand hat es gepflanzt.
Und dann möchte ich, dass du das Obst weiter zurücknimmst. Denn eine Person, die dieses Obst gepflanzt hat, hat Samen benutzt von einer Pflanze, die dort davor eingepflanzt war. Und auch diese Pflanze basiert auf Samen von anderen Pflanzen, die es gar nicht mehr gibt. Und das ist alles ein Ergebnis von 50.000 Jahren an Teamwork. Ein einfacher Apfel auf Diamond Mountain, den du dort isst. Die jemand aus dieser Generation ist, ist wirklich viel Arbeit. Aber jemand hat die Ursprungspflanze gepflanzt, die die nächste Pflanze gemacht hat. 50.000 Jahre an menschlichen Generationen haben dafür gearbeitet, dass du, Alter, einen Apfel essen kannst. Seit der Zeit, seit der früheren Zeit haben Generationen an Menschen sich um die Samen der Früchte und der Felder gekümmert, um das, dass das Obst heute zu dir gebracht wird. Ich habe anderthalb Angestellte in meinem Café. Und es ist sehr viel Papierarbeit. Und das sind 50.000 Jahre von Papierarbeit. Geht zurück. Lass uns das tun. Wie viel Zeit haben wir noch? Es sind ungefähr noch 10 Minuten. Fangen wir an. Wir machen eine rückwärtsgerichtete Meditation und wir gehen etwas tiefer. Diese Meditation beinhaltet zwei Meditationen. Okay, wir fangen an. Lasst uns mit 20 Atemzügen anfangen. Und once a day, I'd like you to do the seven limb puja if you. Und ich möchte euch anbieten, die sieben Preliminaries zu machen, die sieben vorbereitenden Übungen. So please take one piece of food. Also wähle ein Stück von Essen. Here at Diamond Mountain, we've all hier in Diamond Mountain haben wir alle ein grünes Smoothie bekommen und frischen Saft. Pick something. Wähle etwas. Ein Saft oder ein Stück Brot oder Reis, was immer dir in den Sinn kommt. Wer hat es zu deinem Nachhause gebracht oder hier zu diesem Tempel?
Bedanke dich bei ihnen. Versuch dich daran zu erinnern, wie sie aussehen. Und dann versuche dir vorzustellen, wo sie es gekauft haben, vielleicht von einem Laden. Und stelle dir vor, wie diese Menschen dort arbeiten, das Essen auf die Auslagen zu legen. Sie arbeiten den ganzen Tag. Es ist harte Arbeit. Jemand hat das Geld, dein Geld. Jemand hat das Geld gemacht. Jemand hat das Papier des Geldes gemacht. Jemand hat das Plastik der Kreditkarte gemacht. Jemand hat das Online-Banking entwickelt. Hunderte von Menschen sind daran beteiligt. Jemand hat das Gemüse und das Obst von der Farm gekauft. Ich habe das im College gemacht. Ich habe das Essen in den Truckladen, in den LKW getragen. Und es ist wirklich eine schwierige Arbeit. Jemand hat dieses Obst und dieses Gemüse ausgewählt, es gepackt in Kisten. Es ist eine wirklich schwere Arbeit. Jemand hat die Felder gewässert, sie gedüngt und geerntet, die Felder auch gereinigt von Unkraut. Sie sind bereits ein Teil unseres Körpers, die Zeit. Sie haben also das Recht auf einen Teil unserer Zeit. Sie haben ein Recht darauf, auf ein was wir mit unserem Körper zu tun. Ein Teil davon haben sie ein Recht darauf. Wir sollten ihnen danken. Und der Gedanke, ihnen zu danken, und das ist der Gedanke, dass sie ein Recht haben, auch von einem Teil unserer Arbeit, hat auch eine Geschichte. Und das ist die zweite Meditation, die ich möchte, die ihr heute tut. Die Idee, darüber nachzudenken, Die Idee, dass andere Menschen das gleiche Recht an einem Teil meiner Zeit haben. Wie fing diese Idee an? Was ist die Linie für diese Idee? Ich habe es gehört. Im Lam Rim. Und dann möchte ich, dass du mental die Gedankenzüge zurückgehen, die dich dahin führen, zu diesem Punkt der Zeit, wo dein Geist heute die Möglichkeit hat, dass andere Menschen bereits einen Anteil, ein Recht an deiner Zeit haben. Dass sie ein Teil, wenn wir die Idee respektieren, dass jeder in diesem Raum, in dieser Welt grundsätzliche Rechte hat, und deshalb haben
Menschen grundsätzlich schon ein Recht an deiner Zeit, denn sie haben dich gefüttert, denn sie haben dir ihre Zeit gegeben und sie haben deine Kleidung gegeben und sie haben dein Haus gemacht. Und wo kommt diese Idee zum allerersten Mal her mit dem, dieser Gleichberechtigung? Warum spreche ich darüber? Weil ich von diesem Lamrim gehört habe. Ich hatte einen Gedanken. Ich dachte, ich würde gerne mehr darüber hören. Und was hast du davor gedacht? Ich habe überlegt, welche Verbesserungen könnte ich machen. Ich habe von diesen buddhistischen Lehren gehört, vom Lamrim gehört. Wo kommt das her? Ich glaube, als ich im College war, ich habe vom Buddhismus gehört. Ich habe es nicht gelernt, aber ich habe davon gehört. Und ich dachte darüber nach, was war es davor passiert, bevor ich zum College gegangen bin. Das kommt von meiner Familie. Als ich darüber nachdachte, was meine Mutter und mein Vater darüber sagte, zu einem College zu gehen, meine Oberschulenzeit, da dachte ich über Geschichte nach und über den Rest der Welt nach. Und in der Grundschule erinnere ich mich, als ich zu den ersten Schulstunden meiner Schule ging. Und ich erinnere mich, wie ich mich gefühlt habe und wie interessiert, aber auch respektvoll ich gegenüber diesen Büchern war. Und ich erinnere mich, die letzten Tage, bevor ich zur Schule gehen durfte zum ersten Mal. Ich war mit meiner Mutter zusammen, mit meinem Vater, mit meiner Familie. Ich erinnere mich an Dinge, worüber wir geredet haben, über Gedanken, die ich hatte. Ich erinnere mich an einen Tag in meiner Krippe, als ich ein Spielzeug angefasst habe und wie weich es war. Und ich habe über die Sanftheit nachgedacht. Und was ich möchte, dass du tust, zwei unterschiedliche Arten der Meditation machst. Eine ist mit einem Objekt, physisch. Nehme etwas, was du gegessen hast, was du angezogen hast, was du getrunken hast, ein Haus, in dem du gerade wirkst. Und geh zurück zu allen Menschen, die daran beteiligt waren, diese Materialien herzustellen. All die Menschen, die ihr Wissen eingebracht haben, um Häuser zu bauen. Und danke ihnen. Geh zurück und danke ihnen. Dankbarkeit ist eine wirklich gesunde und Glückseligkeit kreierende Tätigkeit. Und in der zweiten Meditation, die ihr heute machen sollt, diejenigen von euch, die einen Retreat gemacht haben, da gibt es eine Prime-Time, eine vorrangige Zeit und eine, das ist der mittlere Morgen. Und dort schaue zurück in deinen Gedanken und schaue, wie weit zurück du gehen kannst. Und schaue, und du kannst zurückgehen zu den Tagen, wo du ein Baby warst und wo du gerade geboren warst. Es ist möglich, zurückzugehen. Und vielleicht kannst du durchbrechen. Vielleicht kannst du zu den Räumen gehen, wo du dich befunden hast vor dieser Geburt. Das ist möglich. Dass deine Gedanken gehen in einem Fluss.
Für alle Zeit warst du bewusst. Du hast eine Aufnahme in deinem Geist von vergangenen Leben. Du musst nur versuchen, sie zu betreten. Also warum arbeiten wir daran, das zurückzugehen mit deinem Essen, mit deiner Kleidung, mit deinem Haus und dankbar zu sein? Denn deshalb mit einer noch tieferen Meditation, wenn dein Geist frisch ist, gehst du zurück in deine Gedanken, Schritt für Schritt. Und das ist eine sehr, sehr tiefe Meditation. Und es hat großen Einfluss darauf, in der Lage zu sein, die Leerheit direkt zu sehen. Das ist die Übung, deine Gedanken zurückzuverflogen, und indem du besseren wirst. Es ist richtig, am ersten Tag wird es ein bisschen sperrig sein. Aber nach einer Woche, du wirst viel, viel besser darin sein. Und das hat ganz viel Kraft, um die Fähigkeit zu haben, Leerheit direkt zu sehen. Also zwei unterschiedlichen Arten von rückblickenden Meditationen. Die erste auf Basis eines Objekts, zum Beispiel einer Frucht oder eines Autos, eines Hauses. Und die andere ist eine Meditation, wo du deine Gedanken zurückverfolgst. Und du schaust, welcher Gedanke kam vor dem letzten Gedanken. Du kannst jeden Gedanken zurückverfolgen. Du kannst dich erinnern, oh, ich habe diesen Gedanken 10 Jahre zuvor gehabt und 12 Jahre zuvor gehabt. Und wenn du das übst, kannst du schauen, wo du warst vor diesem Leben. Und es bringt sehr viel Spaß. Und vor allen Dingen erinnerst du all diese Dharma-Gedanken, die du dort schon hattest. Okay, Leute, nehmt ein, bewegt euch, stretcht euch, trinkt einen Schluck. Okay, wir sehen uns morgen um 15 Uhr Berlin-Zeit. Und es bringt Spaß, mit euch zusammen zu sein. Vielen Dank. Ich sehe euch, ihre lächelnden, schönen Gesichtern. Vielen Dank an Francisco und all die Mitarbeiter. Vielen Dank an die Übersetzer. Und wir sehen uns morgen um 6 Uhr Arizona-Zeit und um 15 Uhr Berlin-Zeit.